Army Man Sarge Heroes. Ja. 3DO hieß die Firma, glaube ich, die das Spiel erfunden hat. Vertrieben hat es Midway. Obwohl die Serie schlecht war, kamen 180 Millionen Spiele raus. Aber nicht alle Teile waren schlecht. Zum Beispiel hat mir das gefallen. Alien Front Online. Ja. Hab's nie gespielt. Aber das ist ein Headset-Ball. Soll ich's mal rausholen? Ich werde es mal spielen, das kann man auch offline spielen. Ach ne, das ist nur das Ding. Das ist ein. Ja, ich möchte jetzt nicht raus. Ich glaube, zum Offline-Spielen braucht man eh keinen Headset. Aber ich habe es damals auf Videos gesehen, da fand es sehr interessant. Wäre cool gewesen, wenn Sega das hier vertrieben hätte noch. Und gucken, wie es in Online-Zocken wäre, aber ich denke, es ist cool. Könnte sein, aber von Video her finde ich es gut. Blue-Stinger. Ja, ich fand's gut. Weil es auch so einen Anime-Look hat. War zwar schwer, aber es war gut. Habe ich mir direkt gekauft, was erschienen ist. Aber sollte man. Doch, das kann man haben. Bengay. Ein O oder 0? Ist ein 2D-Shooter. Also, ich mag solche Spiele. Also, ich würde es mir wieder kaufen. Ob es andere kaufen, weiß ich nicht. Also, ich würde es empfehlen. Chuchu Rocket. Ja, das hat glaube ich jeder, das konnte man ja auch umsonst kriegen. Ich hatte es glaube ich 10 Mal, weil ich mir bei eBay für 3 Euro so eine Hülle gekauft habe, also so das Spiel, 4 Ersatzhüllen. Ist ganz lustig gewesen. Crazy Taxi 1, noch in Folie, ja, damals habe ich meines verkauft wieder mal. Gutes Spiel. Zweiten Teil habe ich leider nicht, aber werde ich morgen mal kaufen, wenn ich es neu finde oder in gutem Zustand. Das ist gut. Oh, Capcom vs. NSK. Ja, gutes Spiel. Ich mag das, die Teile überhaupt, alle Serien von Capcom NSK oder so. Viele mögen es nicht, ich mag es. Habe ich sehr oft gespielt. Chicken hin. Run, ne, Chicken Run. Hennen rennen. Ja. Ich glaube, wenn man sich damit mehr beschäftigt, ist es lustig. Ist aber eher für die Jüngeren, denke ich mal. Muss man nicht haben. Confident Tal, ne, Confederation Mission. Ja, ich fand's gut. Doch, das ist sehr gut eigentlich. Besser als House of Dead, was ich leider nicht mehr besitze, ich Trottel. Aber das ist gut. Haben. Canon Spike. Ist auch wieder so ein 2D-Shooter-Spiel. Ich find's gut, allein sehr schwer. Ich hätte es mal gern zu zweit gespielt. Muss mal einen finden, der das mit mir spielt. Die meisten wollen sowas ja nicht mehr spielen. Change Blast ist auch wieder so ein 2D-Spiel. Ja, ich fand's gut. Wer auf solche Spiele steht, sollte sich das kaufen. Carrier. Ich habe sogar mal die japanische Version. Ich finde, das ist okay. Es ist nicht das beste Zombie-Spiel, aber auch nicht das schlechteste. Ich finde es gut. Ich habe schon einmal mit den Typen durchgespielt. Das muss ich schon mit der Frau durchspielen. Sollte man haben. Ist ein unterschätztes Spiel. Diamond Cop. Ich denke, ja, so spricht man es euch aus. Also, auf der erste Teil hieß ja Hard Orange, glaube ich. Habe ich auf dem Saturn. Ja, ist okay. Es war auch eines der ersten Dreamcast-Spiele. Ich glaube, einen Monat später erschien das. Irgendwie im Dezember. Ist okay. Nicht das Beste, nicht das Schlechte. D2, die japanische Version. Weil eine deutsche Version hat es leider nie gegeben. Und die amerikanische Version ist geschnitten. Und zwar ist da eine Szene mit so einem Zombie, der hat irgendwie so, ich weiß nicht, so ein Horn oder so, oder so ein, wie ein Krake, so einen langen Schwanz. Und das sah halt pornografisch wie die Amerikaner aus. Und deswegen wurde das Spiel in Amerika geschnitten. Gutes Spiel. Besser als Teil 1. Dragon's Blood. Oder Dragon's Blood. Ja, mir hat's gefallen. Habe ich aber auch noch nicht durchgespielt. Aber ist gut. Heap Fighter. Grafik ist schön, aber. Hat also Videosequenzen mit echten Menschen. War nicht mein Ding.
Das dagegen habe ich sehr oft und sehr lang gespielt. Sogar mal 24 Stunden, also zwar nicht durchgehend, aber mit Abspeichern habe ich das mal echt gespielt. Und dabei habe ich mir meine Dreamcast kaputt gespielt. Ja, das habe ich mit einem Freund die ganze Nacht gefahren, abwechselnd. Ich bin auf einer geraden Strecke mal eingepennt. Das macht auch zu viert Spaß und zu dritt. Also wenn man das spielt, sollte man gucken, dass man drei Pads hat, zumindest oder vier. Es macht Laune. Beste Le Mans, besser als die PS2-Version. Ducati World, scheiß Motorradspiel. Ist einfach nur Ducati-Name drauf. Ich find's kacke. Daytona USA 2001, das fand ich wiederum gut, aber ich glaube, wir hatten gar keinen Online-Modus. Fand ich die Saturn-Teile besser. Aber ja, gut. Nicht alles, was Gold ist, glänzt. Ja, wie spreche ich das aus? ECW Anasi Rolls, Roots. Ich stehe nicht so auf solche Spiele. Ich habe es mir einfach mal gekauft, weil es billig war. Und die Hülle ist verkratzt. Egg in the Dolphin. Ja. Ist wie beim ersten Teil wie Mega Drive. Es gibt Menschen, die werden es lieben und andere wiederum nicht. Und ich finde zwar alles schön, aber ist nicht mein Spiel. F1 Racing Championship. Das ist eines der besseren Formel 1 Spiele. Ich glaube sogar, das ist das von den N64. Ja, genau, das haben die auf den N64. Also, das Spiel ist für den. Gibt es ja zwei Teile für den N64. Das waren die besten Formel 1 Spiele für den N64. Das ist auch okay, aber ich würde erstmal nicht behaupten, dass es das Beste ist, aber ist okay. F1 World Grand Prix for Dreamcast. Das ist, glaube ich, der erste. Nee. Nee, ist der erste Teil von einer anderen Serie. Der zweite kommt gleich. Ja, Grafik war schön, aber ich kam mit der Steuerung, also mit der Steuerung schon klar, aber es war mir zu, ich konnte nicht auf der Gerade fahren. Ich war immer am, naja, muss man nicht haben, kann man haben. Fighting Force 2, also ich habe den ersten Teil für die PS1, der war super. Der zweite Teil hat mir auf der PS1, auf der Demo gut gefallen, aber auf der Dreamcast gefällt er mir nicht. Also wenn man das unbedingt haben will, kauft es lieber für die PS1, das war irgendwie besser auf der PS1. Fighting Vipers 2. Ja, ist ein verrücktes Kampfspiel mit Typen mit BMX-Rad. Das Coole an der Spielreihe war halt, das sind so Rüstungen, die konnte man abhauen, dann hat man schneller Energie abgezogen. Finde aber den ersten Teil für den Saturn viel besser als den zweiten. Obwohl der zweite ist jetzt nicht schlecht.